Ich weiß, wieso ich so behindert bin. Ich schaue in letzter Zeit viel zu viele Varo-Folgen von allen möglichen Teilnehmern, damit wir irgendwen töten können. Und alle haben ihre spezielle kleine Behinderung und ich eigne mir die alle an, weil ich so viele Folgen davon schaue. Oh mein Gott, das ist der Grund. Und dazu kommt auch noch Teddy Comedy. Shit. Hallo Leute, Pro Bro Army. Ich habe keine Ahnung, was ich gerade mache. Ich bin irgendwie heute ein bisschen behindert, also wundert euch nicht. Wie dem auch sei, wir spielen heute Jump League. Es gibt heute mal kein Far Cry 4, sondern ein bisschen Minecraft als Abwechslung, denn wir haben schon lange kein Minecraft mehr gebracht, außer Varo. Und deswegen dachte ich mir, ja, warum denn nicht mal Jump League? Das ist doch ein Format, was euch ganz gut gefallen hat beim letzten Mal, wie ich das gebracht habe. Und deswegen sollte euch das auch immer noch gefallen, weil ich das jetzt so sage, ja. Ist doch auch so, oder? Wenn ja, dann gebt dem Video einen Daumen hoch. Ich weiß nicht, ob euch Jump League so gefällt. Könnt ihr, wie gesagt, mit dem Bewertungssystem herzeigen, wie ihr das so mögt. Das ist mir egal. Schnutzpiep egal. Das ist halt so. Und ich möchte einfach nur wissen, wie ihr das so seht. Ja, es gibt ein paar Neuerungen. Und zwar habe ich eine neue Frisur. ja. Weil die Friseurin unter ein bisschen kürzer was Falsches verstanden hat. Wie dem auch sei, es ist Winter. Und jetzt kann ich wenigstens eine Haube tragen und die wachsen eh nach, also beruhigt euch mal. Oh, 5 Federn, ja geil, kann ich mir Pfeile machen. Ui, geil. Geilo. So, ich bin echt ein bisschen behindert heute, wie gesagt. Aber dafür schaffe ich das Jump'n'Run ganz gut. Ich bin on point mit meiner Präzision mit den Sprüngen hier. Oh nein! Ich habe es bisher flawless gemacht, oder? Schade. Zum Flawless Run wäre mal ganz cool, denke ich. Oh, was mache ich denn? Ha, das ist nichts so Flawless hier. Nee, nee. Und ich habe immer noch meinen coolen Tim-Skin drin. Da steht übrigens 12 hinten drauf. Denn Stegi ist die Nummer 11. Nee, keine Ahnung. Also 11 geht sich halt nicht schön aus auf dem Skin. Deswegen ist da der 12. You cannot open chests while falling. Oh, das ist aber cool gemacht. Und Lucky Speed. Oh yeah. Baby. So. Ein Eisenhelm. Sehr schön. Gefällt mir. Und direkt weiter. Nein! Ich dachte, ich schaffe das in einem durch. Schade. Wir haben auf jeden Fall schon mal eine Eisenaxt. Das ist eine der besten Waffen, die man hier überhaupt bekommen kann, glaube ich. Wenn ich richtig lieg. Was ist los bei dir, Lan, hä? Vini! Wenn ihr auf so einem Server spielt und mich seht, dann spammt nicht ganz meinen Namen, sondern konzentriert euch aufs Spiel. Sonst kommt ihr nicht weit und dann verkackt ihr im Deathmatch. Das ist nicht so schön. Nein! Ich sollte mich jetzt auch mal aufs Spiel konzentrieren. Ich bin behindert, wirklich. Keine Ahnung, was mit mir heute los ist. Ich schieb's einfach mal auf Varo. Das ist die beste Ausrede. So. Ja. Da falle ich dann einfach hier runter. Warum denn noch nicht? So. Und so. Nein. Ich weiß nicht. Es lief voll gut vorher, ne? Und jetzt läuft's gar nicht mehr. Nee. Läuft nicht mehr bei mir. Aber der Typ hat dieselben Probleme wie ich, wie es aussieht. Der auf demselben Niveau ist wie ich. Scheiße. Wir kommen beide immer bis zum Zaunsprung, außer wenn ich sowas mache. Und dann verkacken wir immer. Ey, warum? Das ist ein Sprung, der verleitet einfach so dazu, dass man da behindert springt. Jawohl, geht doch. Und jetzt. Und jetzt. Nein. Ich war schon so weit. Wenn ich da einmal das geschafft habe, dann ziehe ich den wieder total davon, sage ich. Weil der dann hier lange hängen bleibt. Einer von uns wird es schaffen und der andere wird dann lange hängen bleiben. Sehe ich jetzt schon kommen. So. Und jetzt. Warum mache ich sowas? Ich verstehe das nicht. Warum bin ich so dumm? Boah, so. Nein. Lol. Das ist der wievielte Checkpoint? Der dritte oder so? Und das schaffe ich einfach schon nicht mehr. Boah, das war knapp. Ja? 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 Jawohl. Bitch, please. Easy. So, dann hopsen wir mal hier entlang. Ich habe irgendwie kein spezielles Thema in dieser Aufnahme, worüber ich reden möchte, außer dass ich behindert bin. Aber das habe ich ja schon oft genug angesprochen jetzt. Wie dem auch sei. Ich könnte vielleicht zum Beispiel mal sagen, dass ich es sau cool finde, wie ihr mir das Feedback zu den Varo-Folgen raushaut.
Von wegen mit Likes und so weiter. Das ist jetzt nicht so krass von den Views her, wie ich es mir erwartet hätte bei Varo. Es ist mit Legend vergleichbar, finde ich sogar schon. Ich hätte mir irgendwie mehr erwartet, aber das ist nicht schlimm irgendwie. Also, das stört mich überhaupt nicht, weil mir die Views egal sind. Mir ist nur wichtig, dass euch das gefällt. Im Sinne von, ich sehe eure Bewertungen und die sind gut. Und das freut mich natürlich. Und wenn ich dann Kommentare lese, wie geil, dass du dir so einen Aufwand machst, dieses Video zu bearbeiten und so weiter, dann macht mich das natürlich noch glücklicher. Ich wäre das jetzt, glaube ich, gerade fast runtergefallen. Ich hasse diese Sprünge. Machen wir erstmal die Kiste auf. Flint, aber ich habe leider kein Eisen. Sticks habe ich. Aber leider keine Dias. Nein! Verdammt. Der Typ ist aber gar nicht mehr so weit weg jetzt, der zweite. Sehe ich gerade so. So. Und hopp und hopp und hopp und hopp und hopp. Zack. Bang. In einem durch. Da macht er den Run seines Lebens. Zack, zack, zack. Piu. Ich finde das echt cool. Wenn ihr noch mehr von diesen Spielmodis kennt, die irgendwie so wie Jump League noch nicht so entdeckt sind und so weiter, dann könnt ihr mir das in die Kommentare schreiben. Vielleicht schaue ich mir dann mal was an und spiele das mal unter Umständen. Das Ganze hier ist ja, glaube ich, bekannt geworden durch den Max, also den Crankcrafter. Der hat ja so ein Format, das Variety heißt, wo er solche Spielmodi spielt und dadurch ist er halt auf Jump League gekommen und der hat das dann irgendwie dem anderen gezeigt und der hat das wieder dem anderen gezeigt und so weiter und so fort. Und jetzt ist der Server total am Boomen. Aber der Spielmodus ist auch echt cool und die haben sich's verdient dadurch. Würde ich mal behaupten. So. Mache ich das Ding. Oh, sehr gut, ein Steinschwert. Das gefällt mir nochmal riesig. So. Und übrigens, das Texture Pack hier wird es nicht zum Download geben. Nicht, weil ich nicht die Rechte dran habe, sondern einfach weil. Oh, schade. Einfach weil das Ding von Stegi gemacht wurde, die ganzen Sachen. Also, der hat das alles zusammengetan und so weiter, hat sich die Arbeit dafür gemacht. Und das ist nur, einfach nur, damit ich das in Varo halt habe. So eine Art spezielles Texture Pack für unser Team, was ich sowieso nur benutze und Tim nicht. Und das soll nicht für euch sein, weil ich das irgendwie unfair finde, wenn Stegi ein Texture Pack macht und ich nur ein paar Sachen vom Basti ändern lasse und das dann als meins rausgeben würde. Das wäre ein bisschen lächerlich. Ja, und deswegen wird es das nicht geben. Tut mir sehr leid für die, die es unbedingt haben wollen. Aber ihr könnt es euch ja selbst machen, wenn ihr Bock drauf habt. So, dann haben wir hier noch eine Kiste. Da haben wir noch ein bisschen was drin. Ich habe leider kein Eisen bekommen. Finde ich sehr schade. Aber dafür sind wir fertig mit dem Jump'n'Run. Und da kann ich mir jetzt noch ein paar Sachen hier reinziehen, wie das da zum Beispiel. Nehmen wir noch die Bottle of Enchanting, den Bogen. Und ich kann mir. Habe ich Sticks? Ja. Okay, dann chill ich mich ganz kurz hier hin. Und dann mache ich mal eben den hier. Und dann mache ich mal eben den hier. Und dann mache ich mal eben den hier. Und dann habe ich ein paar Pfeile. Yes. So gehört sich das. Das kommt auf die 8, das kommt auf die 7, das kommt auf die 3. Und dann sind wir dabei, Leute. Oh Gott, war das schlecht. Hinter mir ist niemand. Da vorne sind aber die Menschen. Da ist die Sabrina. Und die Zement, der hat einfach die beste Rüstung, die man haben kann. Was geht bei ihm? Der ist noch nicht mal weitergekommen, glaube ich. Alter, 2v1 nehme ich gerade. Bin ich nicht korrekt von euch. Stirb. Oh, ja. Hi, ha, hu. Ich habe Regeneration. Du kannst mir nichts. Hi, ha, hu. Hu, ha. Wie nie ernsthaft? Junge, ich habe das Jump'n'Run geschafft und du hast 10-mal bessere Rüstung als ich. Wo ist das Problem? Pack ich nicht. Wenn du so ausgerüstet bist, dann darfst du dich nicht beschweren. Ich glaube, ich gucke zu viel Teddy Comedy in letzter Zeit. Daran könnte die Behinderung liegen. Ja. Der hat den jetzt Adventskalender. Das ist ja. Das ist ja hier die Fremdwerbung mit dem Zementer. Nein, nein, lassen wir das lieber. Wo sind die? Gibt's ja nicht. Wieso sehe ich keinen? Ich kenne die Map auch nicht. Leider. Ich habe einen Kompass. Ich bin einfach so behindert. Ich frage mich, ey, wo sind die Gegner? Da habe ich einen Kompass. Einfach so. Lol. Das liegt da noch drinnen, ne? Ich habe den gerade gesehen. Da hat sein Köpfchen rausgeguckt irgendwo, oder? Habe ich mir das eingebildet. Habe ich mir eingebildet. Sah so aus. Oh. Ha, hi. Da. Da ist die Zementa. Kommst du her? Saschpack. Du Sens. Bleib stehen. Es ist nicht gut, was du da machst. Oh, der mit der OP-Rüstung ist geliftet. Er laggete. Er laggete. Oh nein. Da ist der Nächste. Ich glaube, der kann hier wegkommen, indem er ein bisschen sneaky in sneaky macht. Er hat nur Rotten Flesh oder sowas zu essen gehabt. Oh, gib ihm Sashpack.
Oder auch nicht. Hinter mir ist keiner, ne? Oder ist es mir noch? Nee. Hä, ich bilde mir immer nicht den Namen ab. Es sind das nur die Partikel von dem Typ vor mir. Help, schreibt er. Oh nein, bitte. Bitte hilf mir. Ich weiß, wieso ich so behindert bin. Ich schaue in letzter Zeit viel zu viele Varo-Folgen von allen möglichen Teilnehmern, damit wir irgendwen töten können. Und alle haben ihre spezielle kleine Behinderung und ich eigne mir die alle an, weil ich so viele Folgen davon schaue. Oh mein Gott, das ist der Grund. Und dazu kommt auch noch Teddy Comedy. Shit. Oh mein Gott. Varo macht mich geistig behindert. Das macht mich kaputt in meinem Kopf. Da ist einer. Du bist der mit dem Feuerzeug, habe ich recht? Bist du nicht der? Bist du nicht der? Du bist kaputt, auf jeden Fall. Das weiß ich, dass du das bist. Ja, haben wir GG. War eine knackig frische Runde. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr eine Bewertung da lassen. Das wird mich riesig freuen, ne? Und ich bin mir sicher, der Zement da auf dem Schwert auch wird das riesig freuen. Ich entschuldige mich. Wieso? Ich weiß nicht, warum. Ich weiß es ernsthaft nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Nein. Ich weiß es nicht. Tut mir leid. Ich bin wieder besser in den nächsten Videos. Geistige Lage ist wieder aufrecht. Hoffentlich. Ich glaube, ich muss ein bisschen Far Cry spielen, um mich ein bisschen fliegen zu lassen. Okay, beenden wir das, bevor es noch peinlicher wird. Wir sehen uns morgen wieder. Haut rein. Tschüss.